Schön, dass ihr alle da seid. Macht mal ein bisschen Lärm hier. Wie man es schon sieht, hier werden fleißig die Herzen gespammt. Stellt euch doch mal kurz mit 2, 3 Sätzen vor. Ha, das haben wir nämlich nicht abgesprochen. Wir sind die Himmelskinder. Und wir machen Musik, schreiben unsere eigenen Songs und spielen die auf Twitch. Im Endeffekt ist es so, dass hier gleich von Lena und mir Geschichten improvisiert werden. Und improvisieren tun auch die Himmelskinder, nämlich die Musik dazu. Wir werden jetzt zusammen erstmal Genre und Settings finden, denn ihr seht ja hier 2 Glücksräder. Ich drehe die einmal, so sieht das dann aus, wenn die sich drehen. Alle, die hier zuschauen, sind jetzt dazu aufgerufen, ein Setting und Genre mit diesen Kanalpunkten zu kaufen, die sozusagen in die Glücksräder dann reinkommen. Was die Leute hier alles reinadden, das ist richtig. Ey, ihr seid richtig geil. Also macht gerne weiter, ich werde das immer versuchen, so ein bisschen im Überblick zu haben, denn wenn wir diese Listen gefüllt haben, dann geht's los. Ihr könnt auch mehrere Sachen reinschreiben. Es wird gleich die Möglichkeit geben für euch, diese Geschichte mitzugestalten. Bei Gegenstand und Figur, da könnt ihr einen Gegenstand oder eine Figur reinschreiben, die ihr dabei haben wollt. Ey, Chat, seid ihr am Start? Seid ihr bereit, die erste Runde loszulegen? Dann haut mal alle ein Emote oder eine 1 in den Chat für es kann losgehen. Ja, es gibt noch eine Sache. Und zwar, ihr habt ja schon gemerkt, ihr könnt Gegenstand und Figur hinzufügen zu der Geschichte und ihr könnt auch ein spontanes Lied euch wünschen. Das ist dann wie in so einem Musical-Film. Es gibt eine Szene und auf einmal, zack, singt jemand los. Wir schauen, was für ein Genre es als nächstes gibt. Und das Genre ist... Oh, komm. Ja, ich liebe dieses Genre. Und das Setting ist... Ein Thriller. Was ist denn ein Thriller? Es ist so eine Mischung aus Krimi und Horror, oder? Ein Thriller mit Gisela. Ein Thriller auf dem Dachboden. Wir warten kurz ab, was das hier für ein neuer Gegenstand ist. Oh nein. Oh, es wird hier direkt alles. Oh Gott, oh Gott. Harry Potter Buch Dobby 3, 2, 1. Viel Spaß. Gisela hatte 50 Euro bezahlt. Sie hatte 50 Euro bezahlt, um eine Nacht in diesem besonders gruseligen Dachboden zu schlafen. Sie gruselte sich kein bisschen. Was ist das? Neben ihr lag ein Plastiktotenkopf und über ihr hing ein möchtegern verstaubter Kronleuchter, der ganz offensichtlich von Ikea war. Das ist ja alles hier noch billiger Schrott. Diese komische Melodie hatte Gisela jetzt nicht erwartet. Sag mal, ist das nicht von diesem Herr der Ringe? Gisela schälte sich aus ihrem Plastikstuhl, denn plötzlich sah sie, wie vor dem Fenster etwas vorbeiflog. Was war das dann? Ey, warte mal, das ist doch hier von diesem Harry Potter, oder was? Und Gisela näherte sich langsam dem Fenster und streckte die Hand aus und öffnete es. Und in dem Moment flog ein knochiges Etwas auf sie und sie rollten sich über den knarzenden Dielenboden. Und über ihr starrten feucht gelubschende Augen auf sie mit großen Ohren und einem zerfetzten Lumpen über den Schultern. Hallo, ich bin Dobby. Hallo, ich bin Dobby. Ich bin da für dich den ganzen Abend verbringen wir zusammen. Oh, ich liebe
Aber du bist in Gefahr. Warum bin ich denn in Gefahr? Hier oben. Bist du nicht sicher? Was? Warum das dann? Das hier ist der Dachboden eines Killers. Eines was? Eines Spinners? Was? Nein, eines Killers. Eines Killers? Ja. Aber was will der Killer denn? Will er mich umbringen oder was? Kann sein. Aber was hab ich denn gemacht? Ich bin doch ganz freundlich immer zu den Leuten hin. Ich bin nur manchmal ein bisschen, na gut, hier und da, da trinke ich mal einen über den Durst, aber an sich habe ich ja nichts Böses gemacht, oder doch? Ich halte da ja nichts von, nee, mit Killern, da habe ich nichts am Hut, du, da würde ich mich jetzt auch bitte bedanken, wenn du gehst, also, komm, mach mal, Floppy, schnapp, aber. Dobby lauschte die Ohren auf. Er hörte Schritte. Treppe zum Dachboden hinaufsteigen. Dobby, sag mal, was ist das dann? Hörst du das auch? Der Killer! Gisela muss jetzt aus dem Fenster klettern! Alter! Das scheiß Harry Potter Buch ist noch nicht drin. Ja. Also Leute, ihr könnt jetzt in Chat schreiben, ob es weitergehen soll oder ob wir aufhören sollen mit dieser Story. Ich kann mich gar nicht aufs Spielen konzentrieren die meiste Zeit, weil es so witzig war. 100% der Leute haben gesagt, Bock mit euch. 100% der Leute haben gesagt, die Geschichte soll weitergehen. Kurz zusammengefasst, naja, wir sind in einem Gruseldachboden, Dobby ist plötzlich aufgetaucht, Gisela wird anscheinend von einem Killer bedroht und muss jetzt aus dem Fenster rausklettern. Wir werden sehen, was passiert. 3, 2, 1... Viel Spaß. Ja, aber Dobby, wie soll ich denn durch das Fenster passen? Na gut, pass auf, hilfst du mir? Dobby legte den Kopf schief, schaute Gisela von oben bis unten an und sagte, Dobby tut sein Bestes. Also quetschte sich Gisela durch das Fenster, sie quetschte und quetschte. Und währenddessen hörte sie, wie die Türklinke hinuntergedrückt wurde. Dobby! Die Tür! Dobby versucht sein Bestes! Was ist denn hier los? Entschuldigen Sie bitte! Entschuldigen Sie. Und in dem Türrahmen stand eine Frau, hochgewachsen, mit krähenartigem Gesicht und schaute sich um. Was ist denn hier los? Dobby, wer sind Sie denn da? Kommen Sie mal bitte von dem Fenster weg. Ich sag hallo. Ich bin Tante Petunia. Was machst du so? Ich bin nur zum Kaffee und Kuchen da. Ich hab ein Buch mitgebracht für euch. Es ist die Geschichte von mir und meinem Mann und meinem Sohn. Und der kleine Junge war immer so bleich. War immer so bleich. Er war immer so bleich. Und der kleine Junge war immer so bleich. War immer so bleich. Er war immer so bleich. Der kleine Junge war immer so bleich. Mo Entertainment. Lass uns was hören.